Ja, guten Abend. Und heute haben wir schon den fünften Teil des Streams von Dyson Sphere Program. Dann stürzen wir uns gleich mal hinein. Und wie ich diese kurzen Ladezeiten liebe. So, genau. Hier habe ich mir meine Erinnerungen hergestellt. Was machen wir denn heute? Wir brauchen Diamanten. Und wir brauchen organische Kristalle. Okay. Organische Kristalle brauchen Plastik, raffiniertes Öl und Wasser. Okay, das haben wir hier alles schon vorhanden. So, weiter geht's. Also, die Diamanten bauen wir hier wahrscheinlich nicht her, weil wir die hier hinten brauchen, wo hier die drei Forschungstürme stehen. Und zwar hier die gelbe Matrix braucht die Diamanten. So, organische Kristalle, da brauchen wir auch ein bisschen mehr davon. Wo bauen wir die am günstigsten hin? Wasser ist hier. Raffiniertes Öl haben wir hier. Und unser energetisches Graphit wird sowieso hier gerade angeliefert. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, ja, wir werden hier einfach weiterbauen. Also, Produktion herstellen. Die setze ich, weil hier sowieso gerade eine Linie vorbeiläuft mit Graphit, setze ich die gleich hier ran. Eins, zwei. Ja, belassen wir es mal zuerst mal bei 2. So, dann brauchen wir Sortierer. Also du musst jetzt greifen. Hier rein und hier rein. Dann natürlich Strom herstellen. Weiterleiten. So. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wo nehmen wir das Wasser raus? Noch hier drüben ziehen wäre auch eine Möglichkeit. Okay, schau mal, ob so klappt, wie ich mir das denke. So, dann schauen wir mal, über wie viele Ebenen wir gehen müssen. Lasse ich jetzt hier mal parallel laufen.
dann nach hier. Hier wieder runter und so. Dann ziehen wir das hier nach vorne. Hier reinsetzen können und dann Pack 2. Schauen wir mal, wie es jetzt mit der Versorgung aussieht, ob die Versorgung gut ist oder nicht. Wir brauchen noch raffiniertes Öl, das ist hier. Das ziehe ich hier auch weg. Haben wir ja eh genügend davon. So, wie machen wir das hier jetzt? So. Ja, eins zu viel. Oder kommt dann wieder die altbekannte, genau, Kollision mit anderen Objekt. Ja, wie nervtönt. Oder wir machen es anders. Plastik habe ich eh gleich hier. So, das läuft in diese Richtung. Genau, dann mache ich es anders. Ich ziehe das Plastik, weil es eh schon hier ist, hier rüber, hier runter und hier nach vorne. So, rein, rein. Verschwinden und von hier nach hier. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier mein Problem haben, dass das zu weit ist. Jawohl, Output ist zu weit. Gehen maximal bloß 3 Filter. Zu schade. Rein, rein. Aber, habe ich jetzt Glück oder habe ich kein Glück? Kein Glück. Ja, halbes Glück. Sagen wir mal, ich habe halbes Glück. Dann ziehen wir den so rauf. Das hat ihn. Und wenn es jetzt klappt, kann ich von hier nach da draußen. Jawohl. Klappt. Und schon haben wir hier unsere biologischen Kristalle. Organischen Kristalle brauchen wir jetzt. Wo brauchen wir die?
rüber. Hier, oder? Nein, brauchen wir nicht. Aber hier brauchen wir Diamanten. Okay. Wir brauchen. Wir brauchen Diamanten. Und Diamanten brauchen Graphen. Graphen habe ich hier. Okay. Graphen habe ich hier. Ah, die Bio-Kristalle brauche ich hier, die vulkanischen. Gut. Also, dann. Von der Fabrik nach hier. Nee. Und von der Seite weg. Von hier nach hier. Hier rein. Hier raus. Ich möchte unsere Graphen in Diamanten bewandeln. Also brauche ich entsprechend Fabriken. Und wandle von den drei Schmelzen hier die Graphen in Diamanten. Dann hier rein, hier rein, hier rein. Förderband von hier nach hier, ein zweiter. Dann ziehe ich jetzt hier hin. Dann hier. Und hier nach vorne. Da kommt schon ein Trünchen baut. Forschung. Wie sieht es mit der Forschung aus? Soweit alles fertig, ja. Wir müssen jetzt noch schauen, dass wir hier diese. Oh, der ist noch nicht aktiviert. Nehmen wir gleich. Dass wir hier diese gelbe Matrix zur Produktion anordnen können. Sonst können wir nicht weiter forschen. Core-Energie. Oh. Mir fehlt es an Treibstoff. Aber egal, den bekommen wir schon noch. Ich glaube, ich sollte wohl überall auf dem Planeten ein paar Reserven hier aufbauen. Und das geht zacki, 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 zacki. Ja, bin Idiot. Ich habe ja hier eh schon eins.
und zwar wenn es eh schon voll ist. Okay, wo werden wir jetzt hier weitermachen? Erstmal wieder Kohle ansammeln. Ohne Energie geht es ziemlich langsam voran. So, wie sieht's jetzt hier aus? Energie. Ja. Wir dürfen bald wieder ein Kohlevorkommen suchen und ein paar Kraftwerke bauen. Das geht zügig. Gut. Die Diamanten werden schon mal aufgestockt. Jetzt brauche ich noch Titankristall. Titankristall kann ich aber jetzt nicht hier herstellen. Dazu brauche ich nämlich Titanplatten. Und Titan bekomme ich bloß von anderen Planeten. Und so weit sind wir noch nicht ganz, dass wir hier jetzt auf anderen Planeten wagen sollten. Auf alle Fälle müssen wir jetzt hier erstmal noch unser organisches Kristall weiter versetzen. Und das machen wir jetzt wie folgt. Ich ziehe von hier hoch nach hier runter. So. Dann geht es hier weiter. Und so. Okay. Dann verbinden wir das mal. Und schon geht das zackig vonstatten. Und jetzt brauchen wir hier noch unsere Titanplatten. Die Titanplatten, ja, gute Frage. Wie werden wir die hier einbauen können? Da müssen wir jetzt irgendwas machen von anderen Planeten. Gut, das schieben wir jetzt vorerst mal kurz auf. Die fragt sich, woher habe ich die? Die habe ich am Anfang bekommen. Weil wenn man hier auf dem Boden ein bisschen von diesen Steinen, ich liege jetzt gerade keine rum, aber man kann zum Beispiel hier die Bäume abbauen für Holz und
Schieß mich tot, was die alles bringen. Äste und ein bisschen Biomaterial. Und wenn man hier Steine abbaut, die vereinzelt rumliegen, kann sein, dass man ab und zu ein bisschen Titanium-Erz auch bekommt. Zwei hin, die sollen mal kurz produzieren. Ja, es flackert natürlich, weil es fehlt an Energie. Wir schauen uns gleich als nächstes. Kohle, da haben wir eine freie Kohlestation. Und dann nehmen wir da gleich die hier für die Energieversorgung. Dann geht's wieder los mit der Positionierung. Die am effektivsten, am meisten bekommen. Einmal. Zweimal. Das reicht. Ja, hier sind zum Beispiel diese Steine, wie ich gesagt habe. Normalerweise bekommt man eigentlich nur Stein, wenn man die abbaut, aber ab und zu mal hat der Zufallsgenerator auch Titanium-Erz raus. So, wir brauchen... Und die verkraften schon noch ein bisschen was. Dann mal nochmal zwei hier. Vielleicht noch einen dritten. Und nehmen wir noch einen dritten mit. Fünf werden sie den erst verkaufen. Ich hoffe mal, dass die Mine 5 verkraftet.
So, und hier nehmen wir mal. Die 2. So, Energieversorgung. Ja, sieht schon wieder gut aus. Gut. Wir produzieren mehr als gebraucht wird. Okay, 5 verkraften die? Ja. Dann passt sie. Haben wir vielleicht noch eine rein? Ja, einen haben wir noch, den einen nehmen wir noch mit. Oder? Auf alle Fälle. Diese Kollisionswarnungen. Lästig. So, von hier nach hier und von hier nach hier noch. So. Das ist jetzt mehr als genug Energie für die nächsten 2-3 Sachen, die wir hier bauen. Kristalle werden produziert, Diamanten meine ich, die Biokristalle werden produziert. Ist auch in Ordnung. Hier fehlt dann das Titanium jetzt von einem anderen Planeten. Was verbrauchen wir als nächstes? Was müssen wir herstellen? Wir müssen herstellen wieder einiges. Pop, 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 pop. Mal sorgen, eine Railgun und die planetare Logistikstation brauchen wir dann als nächstes. Ja, dann schauen wir mal, wo wir dich hinbasteln. Ui, habe ich da schon viel gebaut und so. Da hängen noch die. Ja. Wir brauchen als erstes mal eine Maschinerie, um den ganzen Mist zu produzieren. Ich hätte hier gerne Gebäude, planetarisches Logistiksystem. So.
Also jetzt weiß ich gerade nicht, gibt es davon ein zweites, eine Ausbaustufe? Egal. Ich baue hier ein Lager hin, um die planetare Logistikstation einzulagern. Weil von denen werden wir auch einige brauchen. So, ich brauche dafür Stahl. Titanium. Ach, verfluchte Scheiße. Wieder von einem anderen Planeten. Ich brauche Prozessoren und ich brauche Partikelcontainer. Okay. Stahl, Partikelcontainer und Prozessoren bekomme ich hin. So. Dann schauen wir mal, wo habe ich was? Ich brauche Stahl. Stahl habe ich hier. Hier läuft er, hier läuft er, hier läuft er, hier läuft er runter. Hier läuft er runter. Gut. Oh, Scheiße. Haha. Okay. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier wieder hoch bekommen. Hoch, hoch. So, genau. Gut. Perfekt. Gut. Dann fressen wir nicht alles ab. Keinen Platz verschwinden, haben wir gesagt. Gut, also. Prozessoren brauchen wir. Prozessoren. Sind hier irgendwo Prozessoren unterwegs? Nein, sind sie nicht. Da sind Prozessoren unterwegs. Und die kommen von hier. Kann ich hier noch irgendwie was einquetschen? Nein, kann ich nicht.
Ich wage jetzt einfach mal, den hier wegzureißen und stattdessen so ein Helm zu machen. Für die Mikrokomponenten, die sich hier verstecken. So. Ja, wird schon schneller produziert. Zitt. Zitt. Gut. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Patch, wo man dann einfach bloß das eine Gebäude auf das andere draufsetzen muss, um sie zu ersetzen. Aber was mich auch freuen würde, wäre, wenn man die Produktionsstätten hier ebenfalls nach oben stapeln könnte, wie teilweise hier die anderen Gebäude. Das würde durchaus einiges an Platz ersparen. Man bräuchte auch nicht ewig viele Laufbänder hier, Produktionsbänder zu ziehen. Wir so einiges an Wirtschaftlichkeit erleichtern. Aber es fehlt trotzdem noch zu viel. Zu viel. Wenn, ja, wenn doch nur. So. Ich möchte hier, ja. Das geht sogar.
aus. Dann brauchen wir warum hatte ich den Kuhn genommen? Egal. Muss aufgebraucht werden. Dann brauchen wir hier noch hier rein und da rein. Wahnsinn. Das Spiel hier verschlingt die Ressourcen wie noch was. So, wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Da habe ich einen Splitter reingesetzt. Ah ja, genau. Die Position geht dahin, weil eben die Position produziert wird. So, kann ich hier jetzt irgendwie rausziehen? Machen wir jetzt mal die auf. Da rüber. Es lebt. Okay. Ich ziehe nach hier. Schon auf gleicher Höhe. Dann müssen wir eins höher gehen. Aber wieso will er jetzt nicht? Na komm schon, komm schon. Hier, hier. Hier hinziehen, ja, endlich. So. Weiter geht's. Es geht weiter. Und zwar. Hierhin. Nein.
wenden sich zurück, wenn ich von hier losgehe. Würde auch nicht klappen. Verdammt. Gut, dann. Was anders. Von hier oben möchte ich gerne 1, 2, 3. Und dann nach runter. Und runter. Eins. Schön Schlangenlinie bauen. Dann haben wir hier unsere Prozessoren verbraucht und irgendwann brauchen wir sowieso mehr Prozessoren. Oje, oje, oje. Wir brauchen Partikelcontainer. Dazu brauchen wir. Oje. Zack, zack. Unsere roten Kupferbleche. Kupfer dürfte Kupfer sein, oder? Ei, 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 schon so lange her. Und natürlich brauchen wir elektromagnetische Turbine. Unser rotes Zeugs haben wir hier. Kein Problem. Turbine und Graphen. Turbine. Turbine, Turbine, Turbine. Wo haben wir hier unsere? Da ist eine Turbine. Die
Hier. Hier hoch. Und hier weiter. Dann, zack, hier raus. Warum geht hier nichts? Was blockiert hier? Ah ja. Ach, Mist. Da habe ich mir selber wieder was verbaut. Dann geht es wieder nicht hier nach unten, weil das eins zu viel ist. Ebenso. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier rausziehen kann. Ja. Gut. Ich kann hier raus. Dann kollidiere ich gleich hiermit. Aber ich komme hier noch unten. Da bin ich wieder eins zu weit. So, wie weit komme ich damit?
und hinein. Und dann brauchen wir jetzt noch die Grafen, die wir dann wo haben. Irgendwo hier hin. Genau, hier, Grafen. Liebe Grafen, ich nehme euch jetzt mit. Hierhin. Ich wünschte, man könnte mehrere solche von diesen Mechas bauen, die eigenständig dann das bauen, was ich hier so aufgestellt habe. Je nach Entwicklung, wie weit wir fortschreiten, dass wir dann quasi die Mecker vielleicht eventuell gegen UFO austauschen oder was weiß ich. So. Da läuft das Förderband. Und da ist er schon wieder voll. Titanium, Titanium. Jetzt müssen wir doch tatsächlich noch... irgendwann auf einen anderen Planeten. Oje, oje, oje. Ich sollte wirklich mal meine ganzen Ressourcen auf Vordermann bringen.
Ich merke schon, meine Grundressourcen kommen bei den ganzen Produktionssachen, die ich jetzt gerade aufgebaut habe, einfach nicht nach. Da muss ich jetzt wirklich nachbessern. Und zwar sehr. Auch aus. Damit die Produktion schneller vorangeht. Ich glaube, es wird vielleicht sogar eine Überlegung, jetzt die Endprodukte, also die Gebäude hier mit diesen MK1 Herstellungsgebäuden zu produzieren, weil die ein bisschen langsamer sind, und die Anfangsprodukte hier mit den schnelleren, weil die mehr produzieren. Ja, das wäre wirklich eine große Überlegung wert.
irgendwie. Irgendwie. Gute Frage, wo geht's weiter? Ja, wir haben hier jetzt viel zu produzieren. Und ich überlege mir jetzt gerade, ob es nicht klüger wäre, wenn ich jetzt auf die andere Planetenseite gehe und dann nochmal komplett von vorne anfange. Ja. Im Aufbau. Weil momentan sieht es hier wirklich komplett düster aus. Mit dem ganzen Schrott, was ich jetzt bereits schon mal gebastelt habe. Ja, ich denke mal, dass ich das machen werde. Aber vorher gehe ich jetzt erstmal auf die Toilette, weil sonst geht was schief. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder ruckzuck gegangen. So. Seite des Planeten wäre hier mit viel Platz. Und wenig Ressourcen. Hier vielleicht. Thank you.
fangen wir mal von ganz vorne an. Und zwar diesmal rückwärts produziert. Ich hätte gerne als Endprodukt einmal hier die Logistikdrohne und als zweites Endprodukt hätte ich gerne hier die Railgun. Für die Railgun brauchen wir Prozessor, zwar für beide, der Prozessor benötigt Port, Mikro, beide benötigen etwas Gutes. Der benötigt etwas Grünes. Thank you.
Piss. So, ich brauche Nachschub. So, wo hab ich da eine Lieferung? So, Straße, Straße, hier sind die Straße. MK2, wo ist MK3? MK3 brauche ich. Habe ich jetzt meine neue Aufzüchtung gestellt? Ah, da hinten.
So, jetzt gehen wir die Weiterleiter auch aus. Die Tesla-Türme. Aber gerade so rein sie noch. Stein. Gut. Dann. So. Das wäre schon mal ein Teil davon. Ja, und wenn wir schon Kohle hier haben, dann haben wir das ja ab. Und so. Dann gehen wir hier runter. Und wir haben natürlich wieder nicht da. Kann ich es selber craften? Nein, kann ich nicht. So, dann brauche ich Koms Nachschub. Ich brauche Nachschub. Was fehlt uns denn? Ja, dann nehme ich ja auch gleich mal 10 Stück mit. Lassen wir. Brauchen wir nicht. Passt auch.
Stück müssen reichen. Gebäude, genau hier. So. Sollte vorerst jetzt reichen. Ja, jetzt finde ich meine eigene. Jetzt finde ich es nicht mehr. Da ist es. Da ist es. Den Strom. Verbinden wir hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier die Ressourcen nachgebessert gehören.
sehr viel mehr. Ziemlich mal mehr. Mehr, mehr. Seltsam, dass es hier kein Upgrade für die Schmelzgefäße gibt. Meerstein. Also ich finde, hier müssen sie nachbessern. Also da stimmt irgendwas nicht mit den Ressourcen. Bei den anderen wird immer so wenig verbracht, aber hier, hier wird gleich ins Volle gelangt. Wenn wir schon dabei sind, bauen wir hier noch einen dritten hin und dann ist gut. Doch nicht sehen, dass drei. Ah ja, jetzt. Aber. Wahnsinn. Unglaublich, wie viele man da bauen muss, nur um die anderen zu versorgen.
Zwei Platten produziere und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zuliefere. Da haben wir noch eine 10 hier. So, der hier braucht auch unsere Stahlplatten. Die ich hier jetzt leider nicht so überziehen kann. Egal.
Thrusters brauchen wir. Zehn Stück habe ich jetzt hier und ich schaffe es nicht, zwei von denen zu versorgen. Shit.
Tal. Ah, fuck. Falsche Richtung. Sie alle in einen verschieben. Gut, dann verschieben halt einen.
Jawohl, der läuft. Ja. Aber ich habe hier keine Ausgabe. Aha. So, was tun wir so auch? Jawohl, ja, es lebt, es lebt. Die Drohnen werden gebaut. Teil 1 zur weltumspannenden Drohnenherrschaft. Wir brauchen Gier und supermagnetische Ringe. So, du brauchst das hier. Du brauchst das hier. Die hätte ich dann gleich am Boden verlegen lassen können sollen müssen.
Der kommt nicht nach mir. Zumindest wieder nicht nachkommen, wenn sie hier vollkommen läuft. Ich werde jetzt einen zweiten Schmelzer von dem hier bauen. Und ich habe wieder keine Schmelze. Aber ich kann sie craften. Nein, kann ich sie nicht. Weil ich keine Steine habe. Aber ich habe hier Steine. Und die hole ich mir jetzt. Wie viele Steine brauche ich? Steht, also von da aus gesehen.
So ganz ohne geht's jetzt doch nicht. Dann splitten wir die Straße mal.
wieder entblättert, und zwar hierhin. So, als nächstes. Was haben wir als nächstes denn da? Was machen wir denn da jetzt? Was? Ich habe schon so oft gesagt, Platz lassen, aber ich höre ja nicht mal auf mich selbst.
ist. Da ist. 1, 2, 3. Bitte musst du natürlich nicht ausgehen. Auf gar keinen Fall. Thank you.
Grafen fehlen noch. Okay, die werden wir auch noch hinbekommen.
So. Dann. Wo geht's jetzt weiter? Dir braucht was. Nein, ich mach, dir braucht ihr noch was. Und zwar die Grafen. Grafen. Grafen werden aus. Stellen wir noch. Nein, aus Kohle. Alles klar. Kohle ist hier. Und damit läuft jetzt hier alles. Yay! Immer hier noch. Thank you.
uns Energieversorgung, denke ich, sehr hoch treiben.
denke mal, das dürfte unser Steinproblem dann einigermaßen wieder lösen. Auch nichts so groß. Wieder nichts da. Der Nordpol. Sonnige Wüste. Tatsächlich. Nix mehr da am Stein. Verdammt. Ich könnte hier
So, dann kommen wir für heute mal auch langsam zum Ende. Stellen wir erstmal die Forschung an für das nächste Universe Exploration. Jawohl. Nee. Wieder weg. Weil da ist lila. Lila können wir noch nicht machen. Wir müssen zuerst für gelb machen. Und für gelb. Natürlich erstmal von dem anderen Planeten Titan. Okay, das hier forschen. Und dann kann ich das hier forschen. Also die MK3-Wände sind so schnell, dass es aussieht, als würde sie in die falsche Richtung laufen. Oder die Animation ist falsch.
So, aber was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Hier sieht soweit auch alles einigermaßen aus. Einigermaßen, tja. Aber eben nicht perfekt. Okay. Ich denke, wenn ich jetzt nochmal 5 von denen habe, dann bringt mir das auch nicht allzu viel. Railguns habe ich schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Railguns müssen bestückt werden. Und zwar mit
diesen hier. Solar Segeln. Aber das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Bei dir fehlt gar nichts. Dann, wie wäre es, wenn ich hier dann noch schnell einen zweiten baue? Falsch.
So. Ja gut, hilft nix. Da kann man nur den Kopf schütteln. Du hast 15 von diesen Schmelzen, nicht mal 2 von diesen Schmelzen. Sowieso kein Teil mehr habe, was ich jetzt gerade machen wollte. Vielleicht werde ich das nächste Mal gleich schon mal zu einem neuen Planeten fliegen. Welchen? Ja, mit dem hier vielleicht? Ah ja, der hat Titan. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ja, Kohle, oh, viel Windenergie, ja, ja. Sieht gut aus. Der andere. Noch besser. Der hat alles. Na gut. Bisschen wenig Kupfer, aber davon braucht man sowieso nicht so arg viel. Oh, Feuereis. Mhm. Wind und Solar wenig, aber Wasser vorhanden, Kohle auch vorhanden. Ich denke mal, wir werden das nächste Mal auf Iota Sagittae 3. Schöne Grafik. Auch wenn andere vielleicht was anderes haben wollen. So. Wenn wir nächstes Mal auf einem anderen Planeten landen, dann sollte ich mir vielleicht hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich
denke mal, das nächste Mal, wenn wir wirklich ja dann auf einen anderen Planeten umsiedeln. Wisst ihr was? Das machen wir das nächste Mal. Laufen lassen. Dann wieder verbinden.
Kristall. 15 Schmelzen bekomme ich nicht hin. Zwei andere Schmelzen zu versorgen. Dann müssen die Entwickler unbedingt noch besser. Aber okay. Jetzt ist Schluss. Save 5, jawohl. Bis dann.